Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Mein Name ist Martin, hier dreht sich alles ums Thema Volleyball. Und heute möchte ich mit euch über die Einstellung am Wettkampfspieltag sprechen. Bleibt dran, schaut es euch an. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich grüße euch heute aus der Landkost Arena in Bestensee. Wir spielen heute gegen die Nötzhoppers aus Königs Wusterhausen und ich freue mich auf ein spannendes und hoffentlich auch erfolgreiches Spiel. Heute möchte ich mit euch über die mentale Einstellung sprechen am Wettkampftag. Wie kriege ich es hin, dass die Spieler optimal eingestellt sind, also genau diesen richtigen Grad an Anspannung haben. Das ist auf der einen Seite natürlich eine gewisse Lockerheit, eine Entspanntheit, eine innere Ruhe, Gelassenheit, die ich brauche, um mit hohem Selbstvertrauen so ein Spiel anzugehen. Und auf der anderen Seite natürlich eine gewisse Spannung, Aggressivität, die ein Spieler einfach braucht, um erfolgreich agieren zu können. Und ich möchte euch ganz gerne fragen, wie viel Prozent meint ihr, macht dann die mentale Einstellung an so einem Spieltag aus, damit der Spieler maximal erfolgreich spielt, beziehungsweise das Team eben gewinnt? Sind das vielleicht 3 oder 5%? Sind es vielleicht 50% oder sind es vielleicht gar 80 bis 90%, die am Ende dann darüber entscheiden, ob man gewinnt oder verliert? Bitte schreibt mal unten rein in die Kommentare, was ihr meint, wie viel Prozent so diese Einstellung am Wettkampftag hat, um ein Spiel erfolgreich zu gestalten. Und das Ganze soll natürlich auch einen gewissen Ausfluss haben. Das heißt, wenn wir feststellen, dass es ein relativ hoher Prozentteil ist, den die Einstellung hat, dann muss ich dem Ganzen auch Rechnung tragen, sowohl im Training als auch am Spieltag. Sei es im Training, dass ich bestimmte Spielformen mache, Wettkampfformen, die einfach einen besonderen Reiz setzen, oder sei es am Spieltag, dass ich mit kleinen Ansagen vielleicht schon, das heißt vor der Erwärmung oder in der Teambesprechung oder in der Kabine oder auch direkt vom ersten Satz, dass ich da einfach die richtigen Worte wähle, mit Bedacht wähle, um den Spieler richtig einzustellen. Insofern bin ich gespannt, was ihr unten reinschreibt in die Kommentare, und wenn euch das interessiert und ihr mehr darüber wissen wollt, dann schreibt einfach auch konkrete Fragen unten rein. Dann würde ich in den nächsten Videos nochmal darauf eingehen. Ich finde das Thema super spannend und werde sicherlich noch darüber berichten. Ansonsten hoffe ich, dass wieder mal ein Impuls für euch dabei war. Vielleicht, dass ihr einfach eure Worte etwas näher überdenkt, die ihr am Wettkampftag wählt. Aber auch vielleicht für das Training, dass ihr einfach Spielformen speziell auswählt, um bestimmte Reize und Impulse bei den Spielern zu setzen, gewissen Ehrgeiz zu fördern oder einfach die Spieler darauf zu trimmen, dass sie Herausforderungen und schwierige Situationen annehmen und positiv bestreiten. Dann habe ich ja schon wieder was erreicht. Ich freue mich aufs nächste Video. Macht's gut. Tschüss und bye-bye. Bis dann, euer Martin. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute grüße ich euch aus der Landkost Arena in Bestensee. Wir spielen gegen die Nötzhoppers aus Königs Wusterhausen. Ich hoffe auf ein spannendes und für uns erfolgreiches Spiel. Wir werden sehen. Ich möchte mit euch heute über die Einstellung am Wettkampftag sprechen, über mentale Stärke, wenn man so möchte. Und das Ganze einleiten mit einer kleinen Frage, wo ich mich freuen würde, wenn ihr die auch beantwortet. Einfach unten rein in die Kommentare eure Meinung dazu. Und zwar, was meint ihr, wie viel Prozent ist dafür entscheidend? Wie viel Prozent ist dafür entscheidend?